Also, Weihnachten steht vor der Tür und ich habe mir zur Tischhupe und der Bedienungsanleitung der Tischhupe Weihnachtsliedermaterial besorgt. Und das müsste hier drin sein. Das ist ein bisschen mehr Weihnachtsliedermaterial als üblich. So. Paket im Paket. So. Gucken wir mal, wie scharf der Holzmeißel ist. Der ist scharf genug. Dann haben wir hier das Weihnachtsliederbuch. Gesamtteil Band 2, Nummer 352 bis 670, Gotteslob Orgel. Tada! Da sind keine Weihnachtslieder drin, wenn ich das richtig erinnere. Die Weihnachtslieder sind hier in Teil 1. Schon lange nicht mehr in ein katholisches Kirchengesangbuch geguckt. Aber ich habe mir gedacht, wenn schon Weihnachtslieder, dann abgesegnet von der in Glaubenssachen unfehlbaren Instanz in Rom. Ich habe auch die falsche Mütze angehabt, als ich das Paket reingetan habe. Ich kann mal die andere Mütze holen, bevor ich ins Buch. Vielleicht mache ich auch das Fenster auf, damit es dafür kalt genug ist. Das ist jetzt mal mit der Mütze. Habe ich falsch in Erinnerung? Oder doch? Mal gucken. Hier sind wir schon am zweiten Advent.
Da haben wir es doch. Weihnachtszeit. Hatte ich doch richtig in Erinnerung. So. Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord. Trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewig Wort. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last. Das Segel ist die Liebe, die Heiligkeit der Mast. Und der Anker haft auf Erden, das da ist das Schiff an Land. Das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. Zu Bethlehem geboren, im Stall ein Kindelein, gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen küssen will, muss vorher mit uns leiden, groß Pein und Marter viel. Danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehen, das ewig Leben erben, wie an ihm ist geschehen. Schön ist hier, ist auch immer der Text ganz da. Das ist schön groß gedruckt. Kann ich zeigen. Wie gesagt, hier Weihnachtslieder vom Fachmann. Das zweite ist Vom Himmel hoch, kennt man auch. Brauche ich nicht zu singen. Dann kommt O du Fröhliche. In einer anderen Tonart als bei den Protestanten. In einer fröhlicheren. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, das hat dich auserkoren, sein eigen will ich sein. Eia, eia, sein eigen will ich sein. In seinen Lieb versenken will ich mich ganz hinab. Mein Herz, muss ich üben. Hört, es singt und klingt mit Schalle, fürcht euch nicht, ihr Hirten alle, alle, macht euch auf, geht hin zum Stalle, Gott ward Mensch, das freut euch sehr. Kennt man hier so nicht. Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder und kommet, oh kommet, nach Bethlehem, Christus, der Heiland stieg, das kenne ich. Ist aber auch hier eher ungewöhnlich, was gibt's noch? Adeste fideles leum fates venite venite in Bethlehem natum videte angelorum venite adorum. Kenne ich nicht. Es ist ein Ruß entsprungen aus einer Worte. Es ist ein Ruß entsprungen aus einer Wurzelzart. Wird auf den Blechbläsern aufgeführt, erkennt man auch an S-Dur. Den Satz gibt es auch in F. Wofür man den auch immer in F? S-Ton höher. Für die Anuchen in der katholischen Kirche.
Dann gibt es hier noch so ein Halleluja. Menschen, die ihr wart verloren, lebet auf, erfreut euch. Heute ist euch Gottes Sohn geboren. So. Kennt man hier auch nicht. Als ich bei meinen Schafen wacht, ein Engel mir die Botschaft brachte, das ist in der katholischen Kirche relativ bekannt. Und hier auch. Wird aber selten gesungen. So. In seinem höchsten Ton, der heut schließt euch sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, und schenkt uns seinen Sohn. Es kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krüppelein, in einem Krüppelein. Entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer aller Dinge. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein, entäußert all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer aller Dinge. Ja, Nikolaus Hermann um 1560, der wusste auch schon, wie Kinder gemacht werden. Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Das ist eins der besseren Weihnachtslieder. Danach kommt: Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet, doch all zur Krippe her, kommet in Bethlehemstall. Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien betend davor, hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, erhebet die Hände und danket wie sie. Stimmt freudig, ihr Kinder, wer sollt sich nicht freuen? Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. O betet, du liebes, du göttliches Kind, was leidest du alles für unsere Sünd? Ach, hier in der Krippe schon Armut und Not, schon Armut und Not am Kreuze, doch gar noch den bitteren Tod. So nimm unsere Herzen zum Opfer denn hin, die kannten auch schon Lateinamerika. Wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn. Ach, mache sie heilig und selig wie deins und mach sie auf ewig mit deinem nur eins. So, und jetzt, dann kommt noch Stille Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten das Hund gemacht. Durch den Gelobet seist du, Jesus Christ, dass du Mensch geboren bist. Ja. Steht auch was mit Martin Luther mit drin. Kennt man hier gar nicht so sehr. In dolce jubilo, nun singet und seid froh, kennt man hier. Du Kind zu dieser heiligen Zeit gedanken. Ja, das kennt man auch nicht so. Was gibt's denn noch? Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesus, du mein Leben. Das ist eins von den besseren. Und Alternativmelodie 258 mit dem gleichen Text. Ich kenne das nur mit dem Text allein. Naja, dann gibt es ja bis zu den Heiligen Drei Königen was zu üben. Am besten schreibe ich bei den Arschlöchern bei der katholischen Kirche direkt meinen Namen da rein. So. Ja. Darum Bibel schreibt. Ich schreibe den links oben hin. So, dann habe ich ja was zu tun. Ich glaube, das macht mehr Spaß, als das weiter Stiftung Warentest vorzulesen. Mal schauen. Ich glaube, ich packe das zweite Mal für Außenschein.
So, dann bis an der Tischhupe. Ja.